Oh, was ist das herrlich? Es ist kurz vor 8 Uhr und guck mal hier, das ist ein Naturbadeteich. Na gut, ist jetzt noch ein bisschen zu frisch dafür, also jedenfalls für mich. Oh ja, also ganz früh noch. Ich sehe noch ganz verschlafen aus, total süß. Und ich hole jetzt unsere Snowbikes ab. Oh, schön, schönes Wetter. Guck mal, das sieht man gar nicht hier. So, da hier, tolles Wetter. Da kommt gerade die Sonne hoch. Super. Das ist ja der Hammer. Es ist irgendwie kurz nach 8. Es ist schon total voll. Die wollen alle ja jetzt schon zum Skifahren fahren. So, und hier, die Familie Hollais hat noch gar nicht auf, aber sie haben mich gerade angerufen und ich kann jetzt einfach die Snowboard-Schuhe mitnehmen. Das finde ich ja total süß. Hier ist nämlich alles offen und nichts ist abgeschlossen. Das ist doch der Knaller. Jetzt bin ich hier einfach reingelatscht. Hier ist noch keiner. Da stehen unsere Snowbikes und die nehme ich jetzt einfach mit. So, drin sind sie. Passt. Ach, ist das herrlich. Jetzt sitzen wir hier beim Frühstück. Ich hol mir jetzt Ei. Du holst dir Ei? Supi. Und es gibt hier so alles, alles und eine wahnsinnig tolle Aussicht. Da. Super. Ist das herrlich. Das warm? Das ist ganz warm. Lass mal reinspringen, Daniel. Guck mal da unten, das sieht ja auch toll aus. Von denen ich nicht mal wusste, dass ich die besitze. Echt? Da fährt die kleine Bahn. Echt schön. Und hier ist der Schlüsselhase, sonst kommt ihr nicht rein. Ich gehe schon mal hoch, ne? Ich muss nämlich mal. Bibi. Die sollen da reinpassen. Mal gucken, die werden das schon schaffen. Nee, ganz kurz nur. So, hier sitzen wir in der Zahnradbahn oder wie das heißt, Schlossalmbahn. Jetzt geht's los. Und jetzt alle los. Geil! Das ist die Strecke und da würden wir einfach da und nur halten. Guck mal, da oben wohnen wir. Cool. Genau. Du hast ja nur eine, die ist der eine Bahn. Okay, tralla, trallo. Wie schön. Jo! Da wohnen wir. Ist das herrlich, nach einem schönen sonnigen Skitag oder Snowbike-Tag sitzen wir jetzt hier auf der Terrasse und guck mal, da kommt die kleine Schlossalmbahn wieder runter. Süß. Oh, jetzt mal ehrlich, ich liege hier gerade alleine in der finnischen Sauna hier. So, und jetzt guckt mal. Tada. Das ist mein Blick. Das ist so ein bisschen wie Märklin Wunderbahn. Hier fuhr gerade auch eine Bahn entlang. Das ist so wie so ein Postkarten-Miniatur-Wunderland und ich mittendrin. Herrlich. Jetzt sitzen wir hier beim schönen Abendbrot. Ich habe gerade einen tollen Salat gegessen und gleich geht's weiter. Ja, so was haben wir jetzt hier? Blauschimmel, Kürbis, Ravioli. Geil, ne? Und was ist hier drüben? Calamari mit Knoblauchbrot und so. Uiuiui. Guten Appetit, Jungs. Ja. Jetzt gibt es eine Hühnernudelsuppe. Zum Glück hatte ich nicht getroffen. Vielen Dank. Fasan, ist das nicht so ein Huhn? Fasan ist ein Huhn. So was ähnliches wie ein Huhn. Hier ist ein Huhn. So, und hoffe, das hier schmeckt. Ist ein Bärlauch-Risotto. Ein bunter Huhn. Und ich habe einen Bach-Saibling. Oh, das sieht irgendwie aus wie Frühlingsrollen. Jetzt kommen wieder böse Erinnerungen. Ist das Pfannkuchen? Was ist das? Pfannkuchen. Pfannkuchen. Nice. Das Blätterteig. Blätterteig. Mit Nutella drin oder so. Na, schauen wir mal.